Radio Oki Talk, Radio Oki Talk, von Mensch zu Mensch. Einen wunderschönen guten Abend. Wir starten gerade auch den Stream auf Telegram, da bin ich gerade parallel dabei. Und so, und nun heißt es gleich, ja, Katharina Törner ist heute bei uns und der Freier von Liechtenstein, Eros und Psyche im menschlichen Bewusstsein. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, weil unsere beiden Referenten, der Hans-Peter, Freiherr von Liechtenstein, und die Katharina Törner aus Salzburg, heute Paraguay, Salzburg, heute die Schaltung, sind dann nach unserem Werbespot heute mit der Claudia Männer Aquarius. Das ist ein Aquarium oder so ähnlich. Da geht es um gesundes Wasser. Und ich sage einfach mal Band ab. Und danach begrüßen wir Katharina und den Hans-Peter, den Freiherrn. Viel Freude und macht noch mal eine Werbung, einen Klick, dass gleich die Sendung losgeht. Bis dann. Hans-Peter und ihr, die da alle draußen seid, ich freue mich. Wir haben hier ein Stell dich ein, aber es ist nicht so intim wie bei Amor und Psyche und wir sind ja auch nicht Amor und Psyche. Das wäre auch nicht so schön für deine Frau. Nein, wir treffen uns auf einer geistigen Ebene, vielleicht auch einer seelisch-geistigen Ebene. Ich denke, das ist die Ebene. Wollen von da aus das Ganze etwas weiter aufziehen. Es ist aber dennoch, das möchte ich schon sagen, ein sehr zartes Thema. Dementsprechend habe ich jetzt hier hinter mir so ein Bild getan, das aus meiner früheren sehr zarte Malerei, ein bisschen wie Höhlenmalerei, das für mich die Psyche sehr gut veranschaulicht. Und du hast ja auch ein Symbol hinter dir. Aber jetzt begrüße ich dich erstmal zu unserem spannenden Thema, ja, wo wir irgendwie ein bisschen darum herumtanzen wollen, oder? Herzlich willkommen, grüß dich Katharina und ihr Lieben da draußen, ihr lieben Seelen. Ja, das ist ganz spannend. Katharina kam auf mich zu nach einem unserer letzten Interviews und ich habe da wohl mit dem Buch Das Sonnenkind von Giuliano Conforto in dir etwas ausgelöst. Wer das gelesen hat, wird es verstehen. Wir reden auch heute vielleicht nochmal ein bisschen drüber. Und da geht es genau um dieses Thema Eros und Psyche. Und dass die heutige Psychologie das gerne so als eins zusammenfasst, was es aber eigentlich nicht ist. Was viele daraus nicht wissen, weil der Titel des Themas, das wir beide heute haben, das klingt jetzt so extrem hochgeistig und wissenschaftlich. Im Grunde genommen aber behandelt es tatsächlich, das habe ich herausgefunden, eines der wichtigsten und elementarsten Themen unserer Existenz, über die wir heute sprechen. Weil es wird, das kann ich euch versichern, über die Erkenntnisse mit Sicherheit sehr, sehr spannend heute werden. Und es hat auch was mit Symbolismus zu tun, auch unserer Ahnen. Ihr wisst, dass dieses Symbol hinter mir gerne mit einer gelb-dunkelbraunen Soße der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts in Verbindung gebracht wird. Dieses Symbol ist wesentlich älter, uralt und verkörpert und symbolisiert etwas, das unserem heutigen Thema entspricht, was man, und das ist der Punkt, wie es Jesus sagte auch, man uns dieses Wissen vorenthalten möchte. Und umso schöner ist es, dass wir beide zusammengefunden haben und darüber heute sprechen. Katharina, was
Du bist ja mit Sicherheit der gleichen Ansicht, dass wir sagen, Eros und Psyche sind zwei verschiedene Elemente, zwei verschiedene Punkte, zwei verschiedene Eigenschaften oder Bewusstseins- oder Seinszustände. Wollen wir es doch mal kurz unterscheiden? Ja, ich würde nur gern, ich merke gerade, das Sonnenkind, das Buch, das wir vielleicht brauchen, aber hast du es gerade bei? Ich habe es nämlich schon hier bei der Hand. Da habe ich nee, ich habe es nur als E-Book. Ja? Ich habe es nur als E-Book. Ah, okay. Aber warte, ich habe es nämlich hier auf meinem Aufbau. Das heißt, ich muss es rausschieben unten drunter, weil vielleicht brauchen wir das als Veranschaulichung. Bevor wir aber, weil das Sonnenkind ist wichtig, da hast du vollkommen recht und auch die Veranschaulichung. Ich möchte nur vorher ein bisschen die Basics klären. Was ist überhaupt Amor und Psyche? Weil ich habe von den Metamorphosen geredet und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich Ovid genannt habe, aber ich habe, also es ist nämlich nicht die Metamorphosen von Ovid, ganz wichtig, sondern es ist ein Roman, ein tatsächlich antiker Roman, und zwar aus dem Römischen, im 2. Jahrhundert nach Christus entstanden, und der Autor heißt Apuleius. Das ist einer, der ist dann, da ist die Parallele zu Giordano Bruno, gell? Der ist nämlich der ist dann eingesperrt worden. Und der römische Dichter Ovid hat die Liebeskunst geschrieben, und das ist ein bisschen vergleichbar. Aber bitte nicht zu verwechseln, auch nicht von mir zu verwechseln, weil ich glaube, ich habe das irgendwo mal zusammengebracht. Also ganz wichtig, wir haben hier einen anderen Autor, der, glaube ich, aber nicht sehr berühmt ist jetzt, zumindest nicht in der Schulbildung wird er nicht genannt. Und es ist aber ein sehr, sehr bekanntes Thema, weil es wurde ja auch von sehr vielen Bildhauern, wir haben hier auch als Hintergrundbild, ne, haben wir den, ja, haben wir einige, also es ist von, ob von Renoir oder wie auch immer, also es ist oft dargestellt worden. So, das ist jetzt mal der Roman Amor und Psyche. Wollen wir noch ein bisschen die Basics klären in Bezug auf die beiden Begriffe, bevor wir auf Giuliana Conforto gehen? Was gerne, meinst du? Warum? Warum? Weil nämlich gerade in dieser Geschichte über Amor und Psyche eigentlich die Antwort bereits steckt. Das hat man schnell gelesen, das ist nicht groß. Man könnte auch auf Wiki gehen zum Beispiel und Amor und Psyche eingeben. Dort gibt es einen wunderbaren Eintrag darüber. Die Geschichte wird in Kurzfassung erklärt. Man muss dazu sagen, sie hat ein doch am Ende schönes Ende. Aber man versteht dadurch die Begrifflichkeiten. Und was aus dieser Geschichte noch hervorgeht, und das ist ganz entscheidend, Katharina, habe ich gemerkt, es spiegelt die heutige Zeit wieder. Ja, genau. Genau das, was jetzt gerade passiert, weil Sie sagen, die Psyche, also das, was wir erfassen können, die Psyche sieht Eros nicht in der Geschichte. Wir können die Begrifflichkeiten gleich nochmal auf anderer Ebene klären, aber rein von der Geschichte her. Sie sieht Eros nicht, aber sie lieben sich abgöttisch. Eros besucht Psyche nur nachts. Das bedeutet nicht im übertragenen Sinne als Allegorie, dass es sich hier nur um sexuelle Handlungen dreht, weil man nur nachts sexuelle Handlungen macht. Nein, es geht darum, dass der Eros, das, was wir nicht sehen, sich uns nachts zeigt, wenn wir unseren Verstand ausschalten im Schlaf und unseren Geist öffnen. Und das geschieht oft in der Nacht. Und deswegen erscheint Eros auch nur nachts. Und wir wissen aber auch, da können wir jetzt mal drauf eingehen, Eros wird ja immer gern mit Sexualität in Verbindung gebracht oder mit dem Körperlichen. Eros im übertragenen Sinne. Suchen wir mal andere Begrifflichkeiten für Eros. Einfach nur Schlagwörter. Naja, erstmal überhaupt mal die Begriffe. Die Griechen haben ihn Eros genannt, die Römer haben ihn Amor genannt. Er wird aber auch Cupido genannt. Und was in diesem Roman anders ist, meistens wird er nämlich als kleines Kind dargestellt. Und in diesem Roman sehen wir ihn bei Apuleius sehen wir ihn nicht als Kind, sondern als schönen jungen Mann. Und dann gibt es auch den geflügelten Eros, weil er ist ja ein Gott. Genau, er hat Flügel. Genau wie auf dem Bild heute im Hintergrund. Das sind Amor und Psyche, glaube ich. Ja, das sind Amor und Psyche, genau. Also Amor, Eros würde ich auch gleichsetzen mit Liebe. Ich würde es gleichsetzen, nicht nur mit Liebe, ich würde es gleichsetzen mit Wohlwollen, Nächstenliebe, Mitgefühl. All das, was unser Herz öffnet, alles, was unser Herz öffnet, können wir eigentlich mit dem Begriff Eros abdecken. Es ist nicht begreiflich, es ist fühlbar. Ja, jetzt sind wir schon aber im glitschigen Terrain, weil, Gott, ich habe irgendwie zu wenig hier mir hergerichtet zum Aufbau. Wir gehen ja noch tiefer, wir fangen ja klein an. Genau. Ich schaue nur gerade bei der Giuliana Conforto, weil die Abbildung, aber übrigens, ich finde gerade das, was du hinter dir hast, schau. Ja, sehr schön. Genau. Also ich würde sagen, wenn wir haben drei Bereiche, Körper, Seele, Geist.
Und Herz ist beides, umfasst beides. Also wir haben das reine Körperherz, aber wir wissen ja von der geheimen Kammer, ne, von dem Nukleus, von dem auch die Herzkammer, die geheime Herzkammer, von dem aus, also es ist auch, ja, genau, ja, da gibt es mehrere. Manche, der Dronvalo Melchisedek redet von der fünften Herzkammer. Wie auch immer, es gibt eine also es gibt einen seelischen Bereich quasi oder einen geistigen Bereich im Herzen, wie wir das jetzt immer nennen wollen. Aber ich würde sagen, die Seele ist dazwischen und die Seele hat Verbindung zum Körper, aber auch zum Geist, weil der Geist ist ja rein unsichtbar. So gesehen wäre Eros reiner Geist. Er braucht Psyche, um überhaupt zu fühlen, um diese Liebe zu fühlen. Aber darauf können wir gleich eingehen, weil das ist ganz wichtig, dass sie sich nämlich bedingen. Sie bedingen sich so, wie du das Licht nur sehen kannst durch den Schatten. Kannst du, also er ist ja am Anfang ohne Fühlen, ohne irgendetwas. Er kann gar nichts fühlen. Und er als Gott der Liebe weiß nichts über die Liebe. Er ist absolut unbedarft. Er hat keinen Schimmer. Erst indem er sich quasi, ich sage jetzt mal, infiziert, weil er sich an seinem eigenen Pfeil verwundet, entbrannt, was ist denn das Wort? Entflammt er in Liebe. Und so erlebt er, was es heißt zu lieben. Und genauso sie auch, weil sie kann ihn erst lieben, wirklich lieben. In dem Moment, wo sie ihn sieht. Also es ist ein Metamorphosenprozess, der irgendwann einen Umkehrpunkt hat. Es ist eine verdrehte Welt auch und sie bedingen einander. Ich will aber jetzt nicht von deiner Spur ablenken. Moment, du hast gesagt, Eros, genau, warum ich jetzt gesagt habe, lass es uns nur ein bisschen präzisieren, weil das eine sind die Sinne, die Seele ist in der Mitte und hat zu beiden die Verbindung. Die Seele ist schon noch körperlich, also sie ist noch in diesem, ich suche gerade diese Ausschnitt von der Giuliana Conforto mit den 3% versus den 97%, was ich ja, Psyche ist innerhalb der 3% und Eros ist 97% nicht sichtbar. Genau, muss aktiviert werden durch einen, er wird durch einen Ton quasi, er wird er erst aktiviert, der Eros. Ja. Den Ton kann ich sogar kommen, ich kenne sogar die Herzzahl. Eros findet im irdischen Ausdruck durch die Psyche. Genau, sie du sagst es. Einander. Das heißt, wir haben ja die geistig-spirituelle Ebene. Wenn wir jetzt, sage ich mal, nicht in einen Körper inkarniert sind, sind wir ja in der geistigen Welt unterwegs. Und sie ist Liebe. Das ist einfach das Feld, in dem es ist. Äther, wie auch immer man es nennen mag. Es gibt 1000 Begriffe dafür. Und auf der irdischen Ebene findet es durch die Psyche Ausdruck. Der Eros ist nicht Psyche, sondern er findet Ausdruck durch die Psyche. Sie bedingen, du hast es genau richtig, sie bedingen einander in der Welt der Dualität und Polarität, um ihren Ausdruck im Irdischen finden zu können. Und das Interessante war ja, dass dann die Schwestern von ihr eingeladen werden tagsüber, weil sie langweilt sich nun mal tagsüber und ihre Schwestern voller Neid versuchen ihr einzureden, dass Eros in Wirklichkeit ein scheußlicher Dämon sei, der sie sogar fressen will. Und müssen wir nicht früher beginnen, Hans-Peter, oder meinst du, ich meine, die Zeit reicht schon, oder, dass wir am Anfang beginnen, weil du steigst jetzt quasi in der Mitte ein, wo sie schon im Schloss ist, wo sie schon, also die Vorgeschichte ist ja... Sie sollte in einem Dämon verheiratet werden auf einem Berg. Und Amor war damit beauftragt, das zu orchestrieren von seiner Mutter, von Venus, von Aphrodite. Und hat sich aber in sie verliebt und hat dann den Gott der Winde gebeten, sie in dieses Schloss zu bringen, in dieses Märchenschloss. Genau. Und in diesem Märchenschloss hat er sie des Nachts immer besucht und tagsüber war ihr halt langweilig, ne? Und die Schwestern, das fand ich sehr interessant, haben sie besucht. Und voller Neid, wie gesagt, versuchten sie ihr einzureden, dass es ein hässlicher, grauenhafter Dämon ist. Sie kann ihn ja noch nicht sehen. Sie weiß es ja nicht, wie er wirklich ausschaut. Und so, dass sie nachher am Ende doch davon überzeugt war, sich des Tatsächlichen zu überzeugen. Er sagte aber zu ihr, dass sie sich nicht bitte die Mühe machen soll, sonst wäre er sehr enttäuscht, sich ein Bild von ihm zu machen. Das tut sie aber mit einer Öllampe eines Nachts. Und er fliegt davon, weil er bestürzt ist über diesen Vorfall. Sie hat ihn aber gesehen, entgegen der Annahme ihrer Schwestern, als wunderschönes, engelhaftes, junges, maskulines Wesen. Und hier sehen wir auch wieder, das, was damals in der Antike schon gewusst war, was heute noch propagiert wird, nämlich, man möchte uns den Eros
verbergen. Man redet um ihn schlecht. Man redet ihn dämonisch. Man redet ihn als Satan. Der Eros, auch die körperliche Liebe inklusive, ist für mich ein irdischer Ausdruck eines schöpferischen Aktes. Siehe Jesus und Maria Magdalena. Und das wollen Kirche, Religion und verschiedene andere Institutionen in uns unterdrücken. Das ist etwas Schändliches ist. Das ist etwas, wo man sich schämen muss, dass es schmutzig ist. Und das ist die Botschaft, die wir seit Jahrhunderten, seit 2000 Jahren überliefert bekommen oder noch länger. Und das ist genau das, was auch in diesem Geschichte sehr gut wiedergespiegelt ist. Dass die Schwestern ihr das schlecht reden wollen. Ja? In Wirklichkeit ist es aber nicht so. Ja, da würde ich nur... Also wunderbar, ich würde nur noch gerne da noch mehr reingehen. Ich weiß gar nicht, sieht man das, weil das ist jetzt tatsächlich die einzige Abbildung, die in dem Sonnenkind drinnen ist, ist tatsächlich eine sehr dunkle. Aber man sieht hier, dieser Spalt da unten, das ist die sichtbare Ebene. Das ist das, wo unsere ganze Wissenschaft sich darauf konzentriert, auf diesen kleinen 3%, was sichtbar ist, was messbar ist, was wissenschaftlich erkannt wird, was durch die Sinne wahrgenommen wird. Und der ganze Rest ist unsichtbar. Das heißt, der ganze Rest ist Eros. Und weißt du, Peter, ich würde es nur ungern auf das Sexuelle, also oder du hast es eh gesagt, aber ich möchte es nur nochmal, damit es klar ist. Natürlich kann diese Geschichte auf mehreren Ebenen verstanden werden. Auf der Ebene, genau, Mann, Frau, auf der erotischen Ebene. Also es gibt hier natürlich mehrere Ebenen. Und ich denke aber, die ich als wirklich faszinierend empfinde, ist, wenn wir es tatsächlich sehen als eine Seelenentwicklung, eine Metamorphose, wo es um das Menschsein geht, um die Vereinigung von ich habe immer Schellenbaum, habe ich immer zitiert früher. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die Liebe der Ungeliebten, die Wunde der Ungeliebten, das Kapitel über der erotische und der traumatische Pfad. Wir Menschen, wir sind auf dem traumatischen Pfad und die Psyche dient uns in erster Linie, also wenn mich jetzt an, sowohl Freud als auch C.G. Jung verwenden hauptsächlich die Psyche, um sozusagen den traumatischen Pfad zu heilen. Also sprich, es geht immer nur auf der psychischen Ebene und damit auf einer sehr, sehr, ja, auf dieser 3%-Ebene. Und Eros, der erotische Pfad geht weit darüber hinaus. Wobei ich sagen muss, dass Freud, das ist richtig, sehr auf der weltlichen Ebene war und alles versexualisiert hat. Mhm. Nicht umsonst ist er an Zungenkrebs, glaube ich, gestorben. Oder Rachen, ja, er hat sein Thema gehabt. Wobei hingegen C.G. Jung würde ich jetzt separat stellen von Freud, weil C.G. Jung war auch sehr offen für das 97% Unsichtbare. Er spricht auch vom kollektiven Bewusstsein und von all diesen Dingen. Mhm. Der war hingegen für die geistige Welt und für die unsichtbare Welt ein sehr offener Geist, fand ich jetzt. Er ist der Mittler, er hat es rübergeführt. Ich bin ja dabei, das rote Buch von ihm zu lesen und das hat er nicht von ungefähr zurückgehalten, weil es ihm schon als Wissenschaftler, er wollte wissenschaftlich anerkannt werden und deswegen hat er da seine eigenen Erkenntnisse quasi zurückgehalten, damit er noch wissenschaftlich anerkannt ist. Also er ist mit Sicherheit an der Schwelle von dem einen und dem anderen. Also da hast du natürlich recht, er ist sozusagen ein wichtiges Bindeglied. Also das ist gar keine Frage. Aber es geht hier tatsächlich um ein Integrieren auf der Seelenebene, aber auch eine Menschheitsgeschichte, um aus diesem Gefängnisplanet Erde, wie du es bezeichnest, das ist ja nur diese 3%, und das heißt ja nicht, dass wir das dann ablegen, sondern dass wir dorthin die Erfüllung bringen, denn wie du schon gesagt hast, für die Vereinigung brauchen wir Psyche und Eros, sonst könnten sie sich nicht vereinigen. Ne? Ja. Ja, wir brauchen die Trinität, wir haben Körper, Geist und Seele. Genau. Das ist einfach nur mal so. Und selbst die Kirche predigt die Trinität, sie lebt sie aber nicht. Das ist ganz klar ersichtlich. Das ist aber eine andere Sache. Und sie lehnt den Eros ja mehr oder weniger ab. Sie reduziert den Eros, sage ich mal, auf die einzige Stufe zur Gottesliebe. Aber darauf reduziert sie sie. Es gibt zum Beispiel, wissen wir in der Wissenschaft, die drei Begriffe der Form der Liebe. Und das ist dann der Eros. Man nennt sie Philia und Agape. Das heißt, das eine Eros ist das, was zwischen zwei Menschen geschieht zum Beispiel. So wird es kleinkariert dargestellt, es ist ein größeres natürlich. Philia wird als die Freundes- oder Familienliebe bezeichnet und die Agape die Liebe zu Gott. Und deswegen schließt die Kirche zum Beispiel auch die Liebe zu Maria Magdalena aus, weil sie sagt, sie widerspricht seinem Agape, sie widerspricht seiner Liebe zu Gott. Es ist ein Entweder-Oder-Konzept und das ist der Trugschluss, dem wir alle unterlegen und dem wir jeden Tag gesagt bekommen. Es gibt kein Entweder-Oder-Konzept, es gibt ein Sowohl-als-auch-Konzept.
Wir können alles drei leben. Wir können Eros, Philia und Agape leben. Im Gegenteil, sie verstärken sich sogar dadurch miteinander. Und hier haben wir die Trinität auch wieder. Und man will uns diese ersten beiden, möchte man uns einfach vorenthalten. Ja, weißt du, gehen wir doch ein bisschen näher. Wir waren ja schon dabei, bei Amor reinzugehen, aber natürlich auch bei der Psyche. Amor, sagt man, ist ein Kind des Chaos. Und diese 97% sind ja Chaos im Sinne von, als dass da noch nichts geordnet ist. Nur im Sinne des menschlichen Bewusstseins, nicht in Wirklichkeit, weil Gott und der Schöpfer kennt nur die Ordnung. Es gibt keine Unordnung. Der Kosmos ist geordnet, nur wir erkennen es vielleicht noch nicht mit wissenschaftlichen Mitteln. Ich glaube auch nicht, dass Chaos und Unordnung dasselbe ist. Nein. Also das Chaos ist noch nicht definiert. Da kommt der Amor her. Wir haben ja schon gesagt, er braucht die Vereinigung mit Psyche, damit er überhaupt sich selbst erkennt, genauso wie die Psyche. Und er soll anscheinend ja auch aus der Verbindung hervorgegangen sein von Aphrodite und Hephaistos. Das spricht ja auch schon Bände, ne? Der eine war ja so ein hässlicher Schmied und die andere die wunderschönste. Also das sagt auch schon etwas aus. Genau, und ach so, ganz wichtig, er war ein richtiger Tunichtgut. Also das heißt, er hat mit seinem Pfeil und Bogen, mit seinem Cupido-Pfeil, hat er allen möglichen Unsinn angestellt und ja, so gesehen das Chaos erzeugt. Er hat Ehen zerstört und anderes Unheil angerichtet. Das heißt also, bevor er die Psyche kennengelernt hat und sich in sie verliebt hat, war er eigentlich so gesehen zu nichts gut, sage ich jetzt mal. Und seine Mutter war ja eifersüchtig und hat ihn deshalb beauftragt mit diesem Auftrag, weil diese Tochter dieses einen Königs wohl angeblich schöner gewesen sein soll als Aphrodite selbst. Genau, ja. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Hans-Peter, dass wir hier, ich vermute, das ist jetzt aber nur eine Arbeitshypothese von mir, wir sehen nämlich, wie die Götter sich verhalten wie unreife Menschen, wie unreife Kinder. Die Aphrodite ist eifersüchtig, weil die Psyche so wunderschön ist und sie wird wütend und hackt einen teuflischen Plan aus, nämlich ihren Sohn dazu anzustiften, ja, also wieder mal, ne, also Unheil anzustiften, Unheil zu machen. Und auch der Apollon, ne, der dann als Orakel, das ist ein Fake-Orakel, ne, weil er ist auch nicht frei von seinen Begehrlichkeiten und Befindlichkeiten und dementsprechend macht er einen Orakelspruch, dass er dem Vater sagt, er soll sie zu einer Todeshochzeit quasi fast da auf den Gipfel hinaufbringen, damit sie ein Monster heiratet. Also wir sehen, die Götter verhalten sich wirklich unreif, emotional, völlig verstrickt in ihren Befindlichkeiten und meine Vermutung, lieber Hans-Peter, aber es ist nur eine Arbeitshypothese, ist, der eine, Gott, ja, das ist die Quelle. Die Götter sind meiner Meinung nach, also die Götter haben die Menschen versklavt und haben quasi den Herr zum Gscher gemacht. Die haben die Menschen, das eigentliche Gottwesen, haben sie zum Knecht gemacht und haben sich erhoben und haben aber eigentlich nur Blödsinn dabei gemacht. Also ich würde da aber differenzieren. Ich würde das nicht versuchen zu pauschalieren und zu sagen, sie haben die Menschen zu dem gemacht, was sie wollten, sondern ich würde das hier differenzieren. Wir müssen sehen, es ist im Prinzip genauso bei den Göttern, es ist in allen Kulturen der Erde so, in welchem Kontinent wir auch schauen, dass es dort die Good Guys und die Bad Guys gibt. Das heißt, wir haben innerhalb der Familien diese Zwistigkeiten, wie wir sie auch im irdischen Leben haben. Der eine ist eifersüchtig, schneidig, rachsüchtig. Der andere aber ist menschlich oder liebt die Menschen über alles, will ihnen Wissen und Weisheit bringen. Das heißt, wir haben hier auch schon die Zwistigkeiten innerhalb der Familien. Soweit klar. So. Zu sagen aber, dass sie deswegen alle die Menschheit in diesen Versklavungsmodus bringen wollen, glaube ich, ist ein Trugschluss, sondern es ist ein Teil dessen. Es ist wieder der Kampf von Gut und Böse, der auch auf dieser Ebene stattfindet letztlich. Es gibt auch diejenigen, die uns wohlgesonnen, die wohlwollend sind und die uns wirklich die Liebe bringen wollen. Aber das sind genau die, die man verhindert, die man versucht zu unterdrücken, die man versucht zu töten. Denk an Hyperion, der ja auch von seinen Geschwistern getötet wurde bei den 12 Titanen und alles. Die versucht man im Keim zu ersticken. Und das Mond- und Sonnenkonzept dieser Dualität versucht man auch. Das sind immer die meistens umgebracht wurden. Von den neidischen, rachsüchtigen, eifersüchtigen Geschwistern, Brüdern. Wir haben das gleiche Konzept, same, same, but different. Also es gibt den Teil, vollkommen richtig, der die Menschheit in dieser Dunkelheit halten will. Es gibt aber auch den Teil, der ihnen Licht, Weisheit und Wissen bringen will. Und so findet auch hier auf der anderen Ebene dieser kosmische Zweikampf statt, sage ich mal, Licht und Finsternis. Das spiegelt sich im kleinen Mikrokosmos wie auch im Makrokosmos wieder. So würde ich es jetzt definieren. Ja, natürlich, du hast recht. Ich meine, es ist ja vergleichbar. Also für mich ist diese Geschichte von Amor und Psyche eine der
Grenzen überwindet. Und der Kontakt, sage ich ja immer, findet an der Grenze statt. Hier haben wir ganz viele Übergänge, Schwellen, die überschritten werden. Also da ist ganz viel an der Grenze. Man kann das natürlich jetzt kulturgeschichtlich sehen und sagen, wir haben eine Grenze von der heidnischen zur christlichen Religion, oder man kann sagen, es ist ein Grenzbereich zwischen Götter und Menschen. Darüber haben wir jetzt gerade gesprochen. Man kann natürlich auch sagen, zwischen Kindheit und geschlechtlicher Identität. Das wäre die psychologische Interpretation, was mir jetzt nicht so gefällt, weil das wird eh genug betrieben. Und ich würde sagen, eine vierte Schwelle, die ich hier hinzufüge, die für mich die eigentliche ist, nämlich zwischen Körpergefängnis und kosmische Erlösung, und das entspricht dem, was du, wie du jetzt eingeführt hast in das Thema, als du gesagt hast, okay, Psyche ist dieses Körpergefängnis, diese 3%, und Eros ist die kosmische Erlösung, aber sie brauchen einander, so wie der Baum der Erkenntnis. Da sehe ich eine Genau das Parallele. hast du ja eben betont. Du hast ja gesagt, ja, sie bedingen einander und Eros oder Amor bedingt oder braucht Psyche, um sich zu erfahren. Und das ist der interessante Aspekt, dass man sagt, das Göttliche, das Schöpferische kommt durch uns erst zum Ausdruck. Dadurch Genau. sind wir der Schöpfer. Das heißt, alles, was im göttlichen Bereich, ob sinnbildlich ein Amor dargestellt wird, der mag vielleicht tatsächlich mal gelebt haben, in irgendeiner Form, keine Ahnung. Oder es ist eine Mythologie, wie auch immer, oder einfach nur eine Allegorie. Fakt ist, die Botschaft dahinter ist, das Göttliche kann sich nur durch uns zum Ausdruck bringen. Und es braucht uns, um sich zu erfahren. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Botschaft. Und das zeugt wieder auf die Richtung hin, dass wir der eigentliche Schöpfer dadurch letztlich sind. Wir können diese 97% mit diesen 3% nutzen, wenn wir unseren Geist öffnen. Nur Genau. wie öffnen wir ihn? Und da ist aber auch die Lösung schon im Problem. Das ist ganz spannend. Da kommt dieses Symbol im Hintergrund zum Tragen und noch einige andere. Da können wir vielleicht gleich drauf kommen, zu des Rätsels Lösung so ein bisschen. Gehen wir langsam vor. Jetzt sind wir immer noch bei Eros und Psyche, also Wir das haben noch Göttliche. nicht die Psyche. Wir haben jetzt den, also wolltest du Okay. zu Eros noch was sagen, Hans-Peter, oder hast du das Gefühl, es ist schon genug über Eros, weil jetzt müssen wir natürlich noch zur Psyche kommen, weil da gibt es ja auch genügend Meinungen oder ihre Meinungen oder wie auch immer, ne? Ja, der eine reduziert es auf die hormonellen Abläufe im Körper, ja, die letztlich aber auch nur eine Folge dessen sind, was passiert. Wir wissen, dass Erkrankungen alle auf seelischer Ursache basieren, siehe Harmer und Co. Das ist jetzt nichts Neues. Es bedeutet aber auch, ich mag das zum Beispiel auch, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich mag das Thema Körper und Psyche. Ich mag das zum Beispiel, wenn wieder irgendwas Inkarnatorisches bei mir zum Beispiel hochkommt, irgendwas Karmisches wieder zum Tragen kommt. Und ein Bewusstseinsaufstieg dadurch stattfindet, wenn diese Dinge transformiert werden, die im jetzigen Leben wichtig sind. Dann liege ich manchmal 3 Tage fast flach. Magenkrämpfe, Magenprobleme, eine Gastroenteritis, Muskelprobleme, was auch immer. Weil ein Transformationsprozess des Körpers stattfindet. Wenn wir es mit der Psyche begreifen, und wir können das nur begreifen, wenn wir über die 97% gehen, über die geistige Welt. Weil das, was einmal war und das, was einmal ist und das, was ist, ist, das begreifen wir nur über das morphogenetische Feld. Und wir werden in Zeiten kommen, jetzt in den nächsten Jahren. Es werden auch die, die jetzt noch nicht verstehen, verstehen und lernen müssen, weil dieses Konzept und diese Tatsache, dass sie existiert, wird immer offensichtlicher werden, wird immer tragfähiger und immer mehr Menschen werden es können in der Zukunft. Und das ist auch so ein Punkt, wodurch die karmischen Faktoren, die wir haben aus Vorleben und anderen, unsere Psyche ja auch heute noch geprägt ist. Warum verhalten, wie wir uns, warum, wieso, weshalb wir uns immer noch verhalten, wie wir uns verhalten. Es berührt, wie es Dr. Brian Weiss gesagt hat, zu 97% all unsere heutigen Probleme aufgrund von karmischen Faktoren der vergangenen Existenzen und Fleischwerdungen. Und deswegen brauchen wir diese 97% auch, um uns dessen gewahr zu werden. Es ist egal, in welche Bereiche des Lebens wir gehen, ob in Krankheit, in Gesundheit, ob in Transformation, wir kommen ohne diese 97% nicht aus. Die Wissenschaft aber nicht begreifen, naja, ich sag mal so rum, die Quantenphysik schon mittlerweile, aber die klassische Physik tut sich noch schwer natürlich damit, das anzuerkennen, obwohl es bereits klassische Physiker, wie nennen wir jetzt mal, neben Albert Einstein, den gab es da noch alles, ich habe die ganzen Namen, Heisenberg und Einstein, die haben das ja alle bestätigt. Niels Bohr. Niels Bohr, wie war der berühmteste Physiker zu der Zeit damals?
Na, hilf mir. Oppenheimer, meinst du den? Nein, du meinst den Nee, Johann. Oppenheimer meine ich nicht, da war die Atombombe. Ja, eben, genau. Also, du hast sie doch alle genannt: Heisenberg, Niels Bohr, Einstein. Ich wüsste jetzt ehrlich Ich gesagt. komme nicht mehr drauf. Wir später. Ja. Ich glaube, wir Auf haben jeden zu. Fall haben Sie irgendwann auch anerkennen müssen, dass es den Faktor X, das Unfassbare, die 97% gibt. Ja. Nennen wir es den Faktor X, Faktor Gott, Faktor Schöpfung, wie auch immer das bezeichnet wurde. Ja, es ist einfach nur mal so, wie es ist. Und wir kommen jetzt in die Zeit, in der wir das langsam begreifen lernen. Und dann werden wir auch sowas wie Eros und Psyche noch besser verstehen lernen. Und das Interessante ist ja, dass es eigentlich kein neuer Hut ist, in den wir an die Zeit, in der wir gehen. Die Alten in der Antike wussten das ja alles schon. Es ist ja nichts Neues. Ich denke, das ist jetzt ganz wichtig, was du sagst, weil früher, also die alten Griechen haben unter Psyche etwas ganz anderes verstanden, wie das, wo was wir, wenn wir heute Psyche sagen, dann denkt jeder an ja Psychopharmaka, Psychoanalyse und so weiter, ne? Es ist der Psychokram halt, ne? Und das war insofern, dass ich gesagt habe, Freud hat das gekapert, ne? Hat den Begriff, hat die alte Psyche, hat die Seele gekapert, sage ich jetzt mal, und hat sie irgendwie in eine rein sexuelle, also in ein Korsett getan, das ja, uns in diesen 3% gefangen hält. Und C.G. Jung wollte da ausbrechen, hat es teilweise auch getan, aber war letztendlich auch von seiner Vaterfigur Freud noch zu viel dominiert, als dass er es komplett erreicht hätte. Aber das rechne ich ihm jetzt nicht. Also das ist okay, er war schon ein Vorreiter. Aber ich denke, heute sind wir so weit, dass wir das hinterfragen können, denn die Psyche, wie wir es verstehen, wie sie in den letzten, ja, im letzten Jahrhundert für uns sich quasi fixiert hat, ist die Fixierung der Psyche auf ein kindliches, allenfalls noch pubertäres, wenn die Sexualität erwacht, Stadium. Aber wir haben es ja hier mit einer Metamorphose der Seele zu tun. Das heißt also, es ist ein Weg, und im Moment steckt die Menschheit meiner Meinung nach in dieser Kindergesellschaft, fest, in dieser Psyche als pubertäre Verliebte irgendwie, die irgendwie nur irgendwie einen Orgasmus haben will. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen blunt, aber so im etwa. Dabei geht es ja auch hier um eine ganz andere Dimension. Ich habe hier nur, die Psyche war die Personifikation der menschlichen Seele in der griechischen Mythologie. Darauf hast du ja hingewiesen. Das griechische Wort Psyche bedeutet Seele, aber auch Schmetterling. Das heißt, wir haben es hier mit etwas ganz, ganz Zartem zu tun, denn die Psyche wird einerseits als Seelenvogel bezeichnet, mit Schmetterlingsflügel, so wird sie auch dargestellt. Und ursprünglich be bedeutet das Wort aber Atem oder Atemhauch. Egal wie wir es nennen, es ist flüchtig, zart, nicht zu fassen. Also nicht dieses, wie wir es so traumatisch, dunkel, ne, das hat was ganz Dunkles bei uns, wenn wir an Psyche, das Unbewusste, wie es Freud oder auch C.G. Jung hat es als etwas Unbewusstes. Bei Freud war es überhaupt eine Müllhalde quasi, ne? Da wurde alles drin vermutet und geparkt, was irgendwie dunkel und obszön und sonst was ist und dämonisch. C.G. Jung hat es da schon ein bisschen rausgehoben, aber wir tendieren immer noch dazu, dass wir sagen, oh, das Unbewusste, das ist alles Schattenarbeit. Und in dem Moment, in dem Fall ist es ja eigentlich umgekehrt, ne? Eros, die 97%, da ist die Leichtigkeit, da ist, also von daher kann man sagen, spiegeln die sich nicht irgendwie, dass in den 97% dieses Schmetterlingsartige, dieses Atem, der Hauch, das Zarte da drinnen ist, und in den 3%, das wird so unglaublich dunkel und materiell und schwer und dämonisch. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Auf diese, das ist so Würde überlagert. die 3% aber nicht genau in den Bereich schicken. Die 3% können auch Liebe und Nächstenliebe sein. Es hängt davon ab. Ich finde, der Eros ist ja der Psyche übergeordnet. Das heißt, der Eros prägt die Psyche. Genauso kann aber auch der Thanatos die Psyche prägen. Und das ist dann die andere Seite. Das heißt, da haben wir wieder die freie Entscheidung jedes Menschen. Der freie Wille eines jeden Menschen ist unantastbar. Links oder rechts, gehe ich den Weg Eros oder gehe ich den Weg Thanatos? Nutze ich meine Psyche, um mich an dem Bösen zu orientieren, oder nutze ich meine Psyche, um mich an der Liebe zu orientieren? Das heißt, hier ist jeder Mensch für sich selbst gefragt, in die Eigenverantwortung zu gehen, aus der Kindheit raus, aus dem Kindlichen ins Erwachsenen. Wenn du bei Erwachsenen auch das Wort S weglässt, den Buchstaben S hast du Erwachen. Weil das ist der Erwachungsprozess jedes einzelnen Menschen, von der Kindheit zum Erwachsenen. Ja, mit dieser Schwelle von 12 Jahren der Initiation oftmals in den alten Kulturen. Das heißt, die Psyche ist der Ausdruck dessen, wie wir uns entscheiden. Zapfen wir am Feld,
des Eros an oder zapfen wir am Feld des Thanatos an? Das entscheiden wir ganz alleine, jeder von uns. Das ist jetzt genau das, dieses Kapitel von, was ich beschrieben habe in dem Buch Die Wunde der Ungeliebten. Ob wir dem traumatischen oder dem erotischen Pfad folgen, genau das ist es. Wie du sagst, es ist eine Entscheidung und eine Gewohnheit und eine Konditionierung und so weiter. Und wir haben die Wahl, genau. Du sagst. Jesus sagt ja selbst, das ist, ich hab gerade eine Meditation jetzt aufgesprochen, die wird jetzt nächste Woche veröffentlicht bei YouTube. Und da geht es um die 12 Schlüssel zum Königreich Gottes oder zu unserem inneren Königreich Gottes, nenne ich es. Und einer der 12 Schlüssel ist der dritte, das ist die Freude. Und die Freude definiert sich nicht darüber, dass wir uns Materielles zulegen, sondern die Freude ist ein Seinszustand, genau wie die Liebe, ja. Du siehst, dass auch die ärmsten Völker der Welt, die nichts besitzen, Freude empfinden können mit den kleinsten Dingen des Lebens, über die wir nur lächeln würden. Aber die Freude ist ein Seinszustand und es ist unabhängig, ob die Grundlage dafür etwas Hässliches oder etwas Schönes ist. Denn in beidem liegt die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und damit darf man auch die Frage stellen, ist etwas wirklich böse oder gut? Kann man das so werten? Oder dient auch manchmal die Finsternis und das Böse dem Guten dadurch, dass ich mich weiterentwickle durch Erfahrungen, die nötig sind? Das heißt, da fällt die Pauschalierung weg. Und man kann auch sagen, dass ein hässliches Erlebnis zur Freude führen kann. Ja, jetzt kommen wir aber noch zu einer ganz wichtigen Geschichte, lieber Peter, weil nur Freude, das ist übrigens die Tochter dann, gell, fällt mir nur auf, also auf die müssen wir dann, weiß nicht, ob jetzt schon, aber die Tochter der beiden, ja genau, Hedone oder, genau, das ist pure Freude und Wollust und so weiter, aber da sind die beiden ja noch nicht. Das ist, die gehen ja nicht nur, die folgen ja nicht nur irgendwie der Freude, sondern die haben einen Weg vor sich, der quasi Schicksal ist. Also sie können dem gar nicht ausweichen. Einen Metamorphosen, ein Prozess der Umwandlung, der dadurch führt, dass sie wirklich mit dem Existenziellen konfrontiert werden, mit dem Tod konfrontiert werden, also mit den Schlimmsten. Also wenn wir, vielleicht zahlt es sich aus, dass wir den Weg der Psyche jetzt doch ein bisschen beschreiben, weil er ist ja nicht so ganz ohne. Und nur ein reiner Weg der Freude würde das nicht treffen. Ich denke mal, es ist die Voraussetzung, dass die beiden diesen Weg überhaupt gehen, dass sie so sehr von Liebe entflammt sind, dass da so viel Feuer in dem Ganzen drinnen ist, dass sie entflammt sind beide, weißt du? Weil sonst würden sie nämlich diesen Weg nicht freiwillig gehen. Wer geht denn bitte? Das ist genau das, was ich eben gesagt habe, das Konzept. Alles Hässliche trägt etwas in sich, das zur Freude führen kann, mit dem zweiten Gesetz von den 12 Schlüsseln, nämlich der Liebe. Das heißt, und da entscheiden wir uns auch wieder selbst. Bleibe ich in diesem negativen Ereignis festhängen? Gebe ich dem Gewicht? Gebe ich dem Wertung? Und verfahre mich da drin? Oder löse ich es mit der Liebe, mit der Kraft der Liebe und gehe dann dadurch in die Freude und dann am Ende doch das Gute wieder daraus entstehen lässt. Weil wenn wir die Vereinigung von beiden sehen, da ist tatsächlich ein Leidensweg absehbar, den sie hatten. Ja? Aber am Ende, als das Kind geboren wurde und niedergekommen ist, dürften sie ja heiraten. Und das Interessante ist, hast du den Fakt, dass er ja Gott Apollon um Erlaubnis bittet, sie heiraten zu dürfen. Zeus war das, ne? Apollon war das falsche Orakel. Du meinst jetzt Zeus, ne? Am Ende bittet er ja Zeus um Hilfe. Meinst du das? War es Apollon oder Zeus? Einer von beiden. Okay, also der Apollon hat ihn der hat ihm das falsche Orakel, weil der war eifersüchtig auf ihn. Weil, ach so, stimmt, genau. Ja, ja. Na, am Ende bittet der Zeus Jupiter vermählt. Jupiter war es, jetzt haben wir es. Jupiter, der alte Tor. Genau. Ist so. Tacitus sagt selbst, Thor wurde im 6. Jahrhundert zu Jupiter gemacht, aber egal. Jupiter wird um Erlaubnis gefragt und dafür muss eine Voraussetzung gegeben sein, dem er stattgegeben hat, aufgrund ihrer Geschichte, nämlich, dass die Psyche unsterblich wird. Genau. Und das ist so eine interessante, fantastische und tolle Botschaft. Psyche und Eros können sie sich erst dann vereinigen, indem die Psyche unsterblich wurde. Genau, das ist der Hinweis darauf, dass es nämlich ein Weg ist, wie wir zurück in unsere Göttlichkeit kommen, in das Schöpferpotenzial. Und weißt du, was mir da auffällt? Es wird unterschieden, der alchemistische Prozess, es wird
geprüft, ob das nur Feuer, Holz ist, weil beim Feuer ist es so, wenn es nur Holz ist, dann wird es verbrannt. Und wenn es Gold ist, also das Holz fürchtet das Feuer, aber das Gold liebt das Feuer, weil Gold wird durch Feuer reiner und das Holz verbrennt zu Asche. Und das ist, was hier passiert. Beide gehen durch das Feuer im wahrsten Sinne des Wortes und die Prüfung bestehen sie beide, aber manchmal auch nur in Kooperation, denn sie geht ja durch wirklich, das sind ja, sie ist ja auch in der Unterwelt und so weiter, ne? Und wird mit den schlimmsten Prüfungen hier geplagt. In den schlimmsten Prüfungen, ja, wird sie dann behaftet. Genau, und die schafft sie nur, weil er ihr nämlich hilft, ohne dass sie es weiß. Er hilft ihr aus der Anderwelt. Das ist doch das, was wir auch erleben. Also überhaupt, wenn wir jetzt vom Anfang ausgehen, ne? Am Anfang war sie eine wunderschöne, sie war eine wunderschöne Frau, aber noch keine Göttin, aber so schön ohne Makel, dass sie damit den Neid der Aphrodite bzw. der Venus eben erweckt hat und die Männer vor ihr Angst gehabt haben und keiner um ihre Hand gebeten hat. Das war aber auch schon der Fluch, den die Aphrodite da auf sie gegeben hat, dass sie niemals gebeten wurde zu heiraten. Ne? Also sie wurde älter und also sie war immer noch jung und schön, aber der Vater hat sich schon angefangen, Sorgen zu machen, weil sie immer noch nicht verheiratet war. Die Schwestern waren schon verheiratet. Und hier kommt etwas hinzu. Der Eros hatte sich schon in sie verliebt, weil er sich nämlich von ihrer Schönheit geblendet mit seinem eigenen Pfeil verwundet hat und dadurch in Liebe entflammt ist und auf einmal selber realisiert, was Liebe bedeutet, zum ersten Mal verliebt ist. Aber, und jetzt sind wir nämlich auf, dass sich zeigt, dass das jenseits der gesellschaftlichen Sozialisation ist. Er liebt sie, aber er kann niemals um ihre Hand anhalten. Er kann sich noch nicht mal sichtbar machen. Also das zeigt auch, dass er nämlich auch so gesehen im Hintertreffen ist. Ne? Er ist auch ohnmächtig. Er kann sie nicht heiraten. Ne? Er muss einen Trick benutzen, indem er sie von dem Westwind da entführen lässt in sein Schloss. Und er muss dann in der Nacht unsichtbar, wenn sie ihn nicht sieht, sich mit ihr zusammentun. Ne? Und sie, da ist das Thema des blinden Vertrauens, der blinden Liebe. Aber es ist noch eine nicht erwachte Liebe, denn sie liebt ihn. Aber sie hat ihn nie gesehen. Du hast ja auch das Wort erwachen vorhin genannt, weil es geht um einen Erwachungsprozess. Sie ist noch unschuldig. Sie ist das junge Mädchen jenseits von Schuld, die jüngste Tochter auch. Und erst indem sie sozusagen das auch sieht, ne, wird sie erwachsen, auch indem sie du hast es glaube ich schon gesagt, ne, auch durch den Schatten durchgehen, auch durch die Sünde durchgehen und so weiter und auch durch den Schrecken durchgehen. Erst dann wird sie erwachen. Zuerst ist sie einfach ein junges, unschuldiges Ding, das es genießt, dass er sie in der Nacht begattet, ohne dass sie weiß, wer er ist und ihn nie gesehen hat. Das ist das erste Stadium, ein kindliches. Aber du kommst nur durch das tiefste Tal über den Aufgaben, die sie hat bestehen müssen. Du kommst nur durch das tiefste Tal. Genau. Wenn du in einem festen Glauben an die Schöpferkraft, an die 97% bist, die dich dann, ohne dass du es merkst, unbewusst unterstützt. Thema Manifestation zum Beispiel. Du musst nie wissen, woher kommt es. Ja? Das Universum, der Kosmos kennt die Gesetze besser als du. Das heißt, sie wusste ja nicht, dass er ihr hilft. Und das ist genau das, wenn du im Vertrauen bist, durch die tiefsten Täler gehen musst und schlechte Zeiten in erlebst, bleib im Vertrauen zum Eros. Bleib im Vertrauen zur Liebe. Und die Dinge werden sich dann wieder richten. Das ist eine der Botschaften, die drinsteckt für mich. Ganz wichtig auch. Ja, wir finden hier Botschaften, die wir von sämtlichen Sendboten Gottes und Propheten gehört haben. Das ist nichts Neues. Aber auch hier finden wir es letztlich wieder. In so einer kleinen, interessanten Geschichte. Aber vielleicht, weil wir haben jetzt so ungefähr 45 Minuten fast rum. Es geht wahnsinnig schnell. Sehr kurzweilig. Sollten wir mal draufgehen und sollten mal auf die Lösungsorientierung gehen für unsere Zuschauer zu sagen, okay, wie sieht es denn hier im Leben aus? Wie sieht die Lösung aus? Welche Energien gibt's? Welche Sinnbilder gibt's dafür? Oder wie erklärt das die Wissenschaft? Hey, was steht in dem Buch von dem Sonnenkind zum Beispiel darüber drin? Nämlich, was ist Eros? Wie definiert zum Beispiel Giuliana Conforto? Das ist sehr interessant. Sie ist halt eine Astrophysikerin, die das Spirituelle mit der wissenschaftlichen Welt verbinden will.
Und das macht es halt auch sehr spannend, weil beide Lager, der wissenschaftlich orientierte, aber geistig offene Mensch, findet auch Antworten. Und sie sagt ja, dass es im Prinzip so eine Art schwache Kernkraft gibt auf der Erde, auf der Zentralerde, eine schwache Kernkraft, diese Z-Bosonen, wie sie sie nennt. Und diese schwache Kernkraft ist 1000-mal schneller und stärker als die starke Kernkraft. Sie ist aber nicht schädlich. Und sie definiert diese schwache Kernkraft als das Gute, als die Liebe, als den Eros, als das Mitgefühl. Und das Interessante ist, dass sie ja auch schreibt, woher kommt diese Energie? Kommt sie von oben oder von unten? Naja, von innen. Also beides. Es ist um uns und es ist in uns. Es ist im Kern und es ist rund um uns. Es ist beides. Ja gut, das ist ja auch in dem Psyche und Eros ist es ja auch so. Es ist etwas, es ist in ihr gesetzt, der Samen, ne? Und es ist um sie, es hüllt sie ein, es ist beides. Aber zunächst ist es eben unbewusst. Solange es nicht gesehen wird, ist es unbewusst und wir sind auf blindes Vertrauen angewiesen. Alles, was die Nacht, das Nicht-Sehen-Dürfen, ist Ausdruck für das Unbewusste. Und erst indem wir uns das bewusst machen, können wir wirklich darauf zugreifen und können damit auch in die Schöpfung gehen. Das ist ja das, worauf du jetzt auch hinaus willst. Ne? Weißt du, was ich der Hammer fand in dem Buch? Mhm. Sie verteidigt ja so ein bisschen und geht weiter in der Theorie, die Edmund Halley schon in die Welt gesetzt hat. Ich meine, das war einer der besten Freunde von Isaac Newton und weltberühmt. Der hat kein dummes Zeug einfach so erzählt, genau wie Euler. Und Sie hatten das Theorie der Hohlerde. Das ist ein Mathematiker, der Euler, nur damit die Zuschauer wissen. Der Euler ist ein Mathematiker. Halley war Mathematiker, Astronom, Physiker und. Sie hatten die Theorie der Hohlerde durch drei in sich rotierende Hohlkörper. Und jetzt wird's spannend. Halley hatte schon behauptet, und das fand ich jetzt sehr bezeichnend, es gibt keine Zufälle. Im Kosmos ist alles geordnet und hat seinen Sinn. Und wir finden alles in allem wieder, wie es Paracelsus sagte. Nämlich, diese drei Hohlkörper entsprechen dem Umfang des Planeten Mars, Venus, Merkur. Ich saß da und dachte, halt dich fest. Venus ist die Aphrodite. Mars ist das Gegenpart, Männlichkeit, Weiblichkeit, Weiblichkeit, Männlichkeit. Die Liebe, die Vereinigung, das göttliche Prinzip. Und die dritte Schale, der dritte Hohlkörper, ist ungefähr dem Ausmaß des Merkur entsprechend. Und der Merkur steht für das Wissen und die Weisheit, der alle Dinge miteinander verbindet. Hammer, Fanny, das ist doch kein Zufall. Das kann kein Zufall sein, ja? Da glaubst du nicht mehr an Zufälle, wenn diese drei Faktoren exakt genau diesem Sinnbild letztlich wieder entsprechen. Und sie sagt ja, das hast du ja auch gelesen, dass der Erdinnere nicht aus Eisen besteht. Sie sagt, er besteht aus kristallinen Strukturen, die eine Art Energie erzeugen, die man mit der Sonnenenergie vergleichen kann, einer Innererde-Sonne. Und jetzt halte ich fest, das ist genau das Symbol, was hinter mir ist, die schwarze Sonne. Dieses Symbol gibt es seit unzähligen Zeiten. Obwohl die moderne Wissenschaft wie Halley und Euler und langsam andere draufkommen, zu sagen, ja, das Modell, da könnte was dran sein. Und hier wird es schon seit unzähligen Jahren dargestellt. Die Templer wussten das auch und sie nannten es das schwarze Ilum, das schwarze Licht. Mhm. Weil es aus dem Dunklen kommt, aus der Innererde. Das hat nicht mit satanisch schwarz zu etwas zu tun. Und jetzt war es ja so, dass ich ja dieses Symbol letztens in der Vision gesehen habe. Dadurch kam ich drauf. Ich habe ein Mittagsschläfchen gehalten, als wir unseren Termin gemacht haben über das Thema. Habe gedacht, okay, binde ich wieder an die Akasha-Chronik. Ich merke immer, wenn da mein Kronchakra bitzelt ohne Ende. Okay, du bist verbunden. Schließ die Augen, machst deinen Mittagsschlaf, weil da bist du in so einem Art Zustand, wo du nicht ganz tief schläfst und empfängst auch eher Botschaften. Ich habe dieses Symbol geträumt und auch einige andere Dinge drumherum. Der Maya-Kalender nur so nebenbei ist auch ausgerichtet wie diese Sonne. Sie ist rechts und links drehend. Und dann kam die Antwort. Wir sprechen auch die ganze Zeit von Trinität. Mhm. Es gibt drei Sonnen. Kam die Botschaft an mich. Und jetzt gerade verbinden sie sich miteinander. Jetzt, seit 2012. Und zwar gibt es die, die über uns ist. Dann gibt es das Konzept der zentralen Innererde-Sonne, das Symbol hinter uns, was auch Conforto beschreibt, Halley und Euler. Und der dritte ist hier. Das heißt, wir sind der Konnektor, wir sind der Schöpfer, wir verbinden diese Kraft von unten, wir verbinden die Kraft von oben und in unserer eigenen Herzenssonne
verbindet sich diese Energie, und das ist die Trinität, die hier wieder entsteht, und aktiviert unsere Anbindung ans schöpferische Feld. Das ist der Hammer, als ich das entdeckt habe. Ja? Und wir haben es in einem Kreis von mehreren hochspirituellen Leuten, die auch Medium teilweise sind, besprochen, und sie sehen es ganz genauso. Haben alle die gleichen Botschaften gekriegt. Und das ist tatsächlich das, was jetzt seit 2012 passiert, was viele auch die Verbindung nennen, die jetzt ist. Der Bewusstseinsaufstieg, der hängt mit diesen drei Sonnen zusammen, der Bewusstseinsaufstieg der Menschheit. Ja, Bröst jetzt erklärt es eher kosmisch, orchestral von außen, sehr gut. Und das Konzept mit diesen drei Sonnen beschreibt es auf anderer Ebene auch sehr gut, was hier unten passiert. Ja, in uns drin die Sonne, die obere und die untere, und die Verbindung des Ganzen sind wir letztlich. Wie in so einem Strahl, in dem wir stehen. Ja, ja. Und ich stelle mir mittlerweile, ich mag es auch, wenn ich jetzt abends vom Schlafen gehen, machen wir immer dann auch Lichtsäulen, setzen wir. Ja, wer ein bisschen spirituell arbeitet, kennt das. Für die Kinder im Schlafzimmer, ums Haus mache ich das, mache eine Pyramide drüber und so weiter. Und wenn ich diese Lichtsäulen setze, mittlerweile verbinde ich die gefühlt immer mit dem Kern der Erde unten, so tief gehe ich dann bewusst rein, mit dem kristallinen Kern, verbinde sie mit der Sonne über uns und stelle mich in die Mitte rein. Und seitdem habe ich auch Erfahrungen, wie das mich in dem Moment auch ein Schauer überkommt oder mich im Gefühl durch den ganzen Körper zieht oder es wieder anfängt zu bitzeln ohne Ende. Das habe ich vorher nicht so intensiv gehabt, und das ist für mich persönlich ab meiner Erfahrung der Beweis dafür, das ist so. Das kann nur so sein. Oh, das freut mich so, Hans-Peter, das freut mich unglaublich, dass ich merke, dass du da jetzt mitgehst, also dass wir uns da treffen, dass dieses Buch, das Sonnenkind, hat bei mir Ähnliches ausgelöst. Ich habe ja auch, ich sage ja auch in meinen Blicken, jetzt kommt ein völlig neuer Zyklus, wo es wirklich darum geht, wie du ganz richtig gesagt hast, es ist wie eine Anleitung. Im Grunde, wir haben wie eine Anleitung. Und was du jetzt beschreibst, ist nichts anderes wie das, was ich vorher mit Körper, Seele und Geist. Denn Geist ist erstmal ist einfach nur Licht, ist einfach nur, das können wir nicht sehen und auch nicht erkennen, solange es, und Körper ist halt nur dumpfbackig, wenn es nur Körper ist. Erst die Seele, die dazwischen ist und hier zu beiden die Verbindung schafft. Wir brauchen sozusagen, die Seele ist wie so eine Drehtür, also das klingt nicht gut, aber sie ist wie so eine, wir brauchen ein Medium, was einfach die beiden verbindet. Und das ist nun mal die Seele, die ist nämlich beides. Die ist körperlich und sie ist geistig. Sie ist dazwischen, sie ist beides. Und sozusagen eine Formwandlerin. Und in diesem Amor und Psyche, ne, solange das Ganze noch unsichtbar ist, und in dem Stadium sind wir auch, solange wir völlig unbewusst, wir werden vielleicht in der Nacht begattet von diesem Eros, aber haben keine Ahnung, und solange das völlig unbewusst ist, können wir damit gar nichts machen, weil es muss erst ins Bewusstsein getrieben werden. Der Mensch ist sterblich, und worum es hier geht, ist, dass der Mensch durch die Verbindung mit Gott unsterblich wird. Das ist ja, wie du ganz richtig gesagt hast, das Ende des Ganzen, dass Psyche unsterblich wird. Und der Mensch ist auch dazu gedacht, dass er unsterblich wird, weil die Seele und der Geist sind unsterblich. Und hier haben wir es wirklich mit einem Stadium der Raupe und des Verpuppens und des Schmetterlings zu tun. Und die Psyche im wahrsten Sinne des Wortes ist dann eben der Schmetterling mit den Flügeln. Aber wir stecken als Menschheit im Moment gesamtkollektiv im Raupenbewusstsein fest und glauben, wir sind eine Raupe, die nie fliegen wird. Und genau darum geht es in diesem, es geht also wirklich um Bewusstwerdung. Und da ist dieses Buch, da bin ich vollkommen bei dir, ein wie eine Anleitung. Also ich verstehe deine Begeisterung und ich habe das übrigens früher mit dieser Meditationen vom Drunvalo Melchizedek ähnlich gemacht. Da ging es um die innere Herzkammer. Ne? Die Bücher von ihm, oder die Bücher nur empfehlen von Drunvalo, sind wunderschön. Auch die Blume des Lebens, Band 1 und 2 sind sehr, sehr gut zu lesen. Das ist der Andreas Beutel, der das auf Deutsch geschrieben hat. Übrigens sehr bezeichnend, dass der Drunvalo Melchizedek in der esoterischen Szene wieder dämonisiert wird. Da wird alles Mögliche verbreitet, wie auch über mich auch. Ich weiß nicht, ob über dich auch. Vielleicht bist du dem noch entgangen bis jetzt. Aber das ist so typisch. Da wird, sobald etwas greift, ne, weil es wird verhindert, dass der Mensch sich daran erinnert, wer er eigentlich ist, an sein göttliches Wesen. Daran darf er sich nicht erinnern. Das soll verhindert werden, damit alle in diesen 3% gefangen bleiben. Und auch genau, die Esoterik ist okkupiert von der anderen Seite mittlerweile zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil. Weißt du, wir haben gestern gerade mit meiner Frau drüber gesprochen. Wir haben ein Gespräch gehabt gestern Abend.
es wird immer dogmatisch auch hier gearbeitet. Zum Beispiel, sie sagen dann auch, ja, wenn einer blöd zu dir ist oder sowas. Das ist alles ein Spiegel von dir, alles, 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 alles. Sie pauschalieren alles. Nein, manchmal ist ein Furz einfach nur ein Furz, verdammt nochmal. Und dann ist kein seelisches Darmproblem dahinter aus meinem Vorleben. Man muss sich immer alles in alle Einzelstücke zerlegen. Manchmal ist das Leben einfach das Leben und dann ist es so. Und wir erleben ja auch Anfeindungen, so ist das nicht. Wir erleben Menschen, die sich von uns entfernt fühlen oder uns meiden oder wo andere eingeladen werden, wir nicht eingeladen werden. Warum ist das so? Und da würden die eher so sagen, ja, das ist jetzt dein Problem, du spiegelst das und du hast das verursacht, ja. Nein, Leute, verdammt nochmal, du schwingst einfach höher als andere und die anderen kommen damit nicht klar. Punkt, dann ist es so. Das ist übrigens genau wie Psyche, die erweckt ja, auf das können wir noch ganz kurz eingehen, die erweckt ja den Neid und die Missgunst und die Schwestern kommen und sehen den Zweifel aus Neid und Missgunst, sehen sie den Zweifel. Ne? Aber das hast du nicht zu transformieren. Wenn du höher schwingst als die anderen, dann Herrgott, bleib da, wo du bist, um Himmels Willen, geh nicht auf deren Stufe runter. Du kriegst dir erzählt, du hast jetzt ein Problem und du musst jetzt transformieren. Nein, die sollen das bitte tun. Wenn die nicht mitkommen, ihr Prozess, ihre Transformation, bleib du in deinem. Du kannst helfen. Du kannst unterstützen, wenn du gefragt wirst. Du kannst ihnen helfen, auf ein höheres Niveau zu kommen. Aber beweg dich nicht auf ihr Niveau herunter, energetisch gesehen. Dann wirst du wieder nach unten geworfen. Und viele Menschen sind halt, ohne das jetzt böse zu meinen, sind einfach noch nicht so weit. Ja, ich war es vor einigen Jahren auch noch nicht. Wir entwickeln uns alle weiter, Tag für Tag. Ich habe aber auch das Privileg, dass ich viel mehr Zeit habe, damit zu arbeiten als andere, weil ich es ja auch beruflich mache. Das heißt, ich habe einfach nicht einen 8-Stunden-Tag vorher irgendwo in der Fabrik zu arbeiten und fange dann an, spirituell zu arbeiten, sondern ich mache es im Prinzip rund um die Uhr. Auch wenn ich schreibe, öffne ich mein Kronenchakra komplett. Übung, Übung, Übung. Das heißt natürlich auch, dass manche Menschen sich schneller entwickeln als andere. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist jedem sein persönlicher Prozess. Völlig ohne Wertung. Aber wenn andere damit nicht klarkommen, dass du weitergehst und sie nicht in dem Moment, dann ist es einfach nur so. Wo Türen sich schließen, öffnen sich neue. Da kommen auch andere Menschen in dein Leben, die deinem einzigen oder deinem eigenen, so wollte ich sagen, Energieniveau entsprechen. Das ist einfach so. Und diese Neider, diese Hater, diese werden wir immer haben. Die hatten Jesus und seine Apostel auch. In einem Ort sind sie mit einem wunderschönen gedeckten Abendessen und einem warmen Bett begrüßt worden. Im nächsten ist mit Steinen nach ihnen geworfen worden. Es ist einfach so. Aber weißt du, Hans-Peter, vielleicht geht es ja auch da tatsächlich darum, dass wir mit diesen Versuchungen umgehen, um darüber hinauszuwachsen. Denn wir haben sie auch, um auf unsere Geschichte hier wieder zurückzukommen. Ja. Sie ist einsam, also in der Nacht ist sie erfüllt von ihm, untertags ist sie einsam und langweilt sich und dann wünscht sie sich ihre Schwestern herbei, weil sie mit sich nichts anfangen kann, weil sie noch ein unreifes Kind ist. Und ihr Mann sagt, lade sie nicht ein, weil er weiß schon, was da kommt. Sie macht das aber trotzdem. Und natürlich, da muss sie durch. Da muss auch jeder Einzelne durch, wenn er immer noch irgendwie hier sich das Gift einträufeln lässt. Und genau das ist das Beispiel, genau. Ja. Die flüsternden Stimmen von der Seite. Widerstehst du ihnen oder nicht? Bleibst du in deiner Mitte? Bleibst du bei dir? Oder gehst du ins Außen und lässt dich von außen beeinflussen? Eigentlich weißt du die Antwort doch in dir. Ja. Ach stimmt, das war gut auf die Geschichte nochmal, das ist diese Stelle mit den Schwestern, ganz genau. Ja, das haben wir ja die ganze Zeit, ne? Sehr spannend auch, dass sie diese Tochter bekommen, gell, die dann, das ist das Vergnügen, das ist die reine Lust. Ich meine, das ist schon seltsam. Aber das wird Wie hieß sie? Hedone beziehungsweise Voluptia, ne, heißt es. Voluptia, Deutsch, Altdeutsch. Voluptas. Wollust. Wollust. Mhm. Hat man draus gemacht. Aus Wollust hat man Wollust gemacht. Genau. Und die Kirche hat es wieder verdreht, hat den Hexen angehangen, sie werden wollüstig, ja. Und dieser Begriff ist sehr negativ behaftet, dadurch natürlich in unserer Erinnerung, weil wir so dogmatisch erzogen wurden, weil das Programm das so wollte, von oben herab. Dabei bedeutet Wollust nichts anderes im ursprünglichen althochdeutschen Sinne als Freude an etwas besitzen. Ich kann sagen, an diesem Essen empfinde ich Wollust. Das hat man früher einfach so gesagt. Es geht um Freude empfinden. Es geht nicht um dieses Taka-Taka, ja? Also. Auch hedonistisch, das bezeichnen wir ja auch. Hedonistisch nennen wir jemanden, der einfach nur den irdischen Freuden irgendwie verfallen ist. Aber nicht so.
Genau, man muss dazu sagen, dass die Psyche bekam Ambrosia, die Speise der Götter, damit sie unsterblich wurde. Und dieses Ambrosia, weil du hast doch vorhin gefragt, Peter, wie können wir dahin kommen? Und ich denke, es ist genau das, diese 97% Eros, dass dort ist das Ambrosia, die Speise der Götter. Jenseits, also das Manna, ist das nicht dasselbe? Das ist, glaube ich, dasselbe wie das Manna, gell? Also sprich, es ist etwas, was uns nährt, was aber nicht die gewöhnliche Speise ist. Ja, das Brot des Herrn. Selbst bei Horus wird es beschrieben, dass Horus von Seb das Brot des Lebens bekommen hat. Nur so nebenbei, Jesus und Horus, wir hatten 200 Parallelen. Und Horus erzählt das auch, genauso wie Jesus, hielt auch eine Bergpredigt. Und erhielt das Brot von Seb. Seb war sein Vater. Daraus wurde später Josef. Und warum? Jetzt beantwortet sich die Frage für alle Deutschen. Warum ist der Spitzname von Josef Seppel? Kein Mensch konnte das hier beantworten. Was hat Seppel mit Josef zu tun? Seb, der ägyptische Gott, der das Brot Horus gegeben hat, dem ägyptischen Jesus. Der hieß Seb. Und aus ihm wurde Josef. Und als Spitzname war immer noch Seb da, der Seppel. Spannend. Aber es ist eine andere Geschichte. Spannend. Ich habe eine Stelle aus dem Buch von Conforto mal rausgesucht. Mhm. Das sind nur 4 Sätze. Die fand ich sehr bezeichnend, was sie schreibt über diese Geschichte und die aktuelle Zeit. Sie sagt und sie fragt, das beobachtete Universum, das Sonnensystem und die Erde sind dabei, sich auf unvorhergesehene Weise und unvermittelt zu wandeln. Das wissen wir. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. So. Ist ein universeller Quantensprung in Gange? Meinen Augen ja. Aber es ist nicht der, sagt sie selbst, dessen sie sich der modernen Technologie, Handys und Computer bedienen. Dieser hängt allein mit dem Elektromagnetfeld der Erde zusammen. Uns steht ein Sprung in die Zukunft bevor und es ist kein Zufall, sondern eine Entscheidung, eine Kenntnis der Ursachen überfordert. Die Beziehung, die an jeder von uns mit allen Feldern entfesselt, darunter der ungestüme Fluss. So, das Feld kann die Materie in unserem Körper, die zu 99% in die Kerne verbannt ist, nämlich aus ihrem Gefängnis befreien, der Angst und in die Liebe führen. Und dazu schreibt sie 4 Sätze. Das fand ich ganz toll. Sie schreibt, sein Herz ist der kristalline Kern der Erde. Da kommt der Eros her, sagt sie. Er besitzt keine Schwerkraft und ist eng mit dem schwachen Feld verbunden, diesen Z-Bosonen. Das zeigt die Asymmetrie seiner beiden Hemisphären an. Der kristalline Kern, ein kleiner Planet, Fragezeichen? Nein, eine kleine Sonne. Das Symbol, das hinter mir ist, die schwarze Sonne. Ja? Die kristalline Sonne sendet, sie sagt jetzt kein Licht im klassischen Sinne aus, das die Sicht blendet. Sie ist ein einziger Kristall, der Klänge und Musik aussendet. Und da ist der Hinweis, es geht um Schwingung. Es geht um Resonanz, die durch uns fließt. Das Nicht-Sichtbare. Auch der Eros könnte man ihn besagen, der Nicht-Sichtbare. Und sie nannte es ja das Sonnenkind. Genau. Und ich habe mal geguckt, die Frequenz, auf der die Sonne, deswegen habe ich in meiner Meditation, die ich gerade gemacht habe, auch eine Frequenz hinterlegt von 126,22 Hertz. Das ist die Frequenz der Sonne, die planetare Frequenz. Und habe dann ein Bild, dieses Bild, in den Hintergrund gelegt, in dem Video, aber nicht sichtbar. Nur in der Audio, in der Videospur, aber drüber liegt noch ein Bild, dass man es nicht sieht, in Engel. Und jetzt haben wir diese Meditation vor wenigen Tagen mit 6 Leuten gemacht als Feldversuch. Kann ich sie so hochladen? Was habt ihr für Erfahrungen? Wir haben einen Feldversuch gemacht. Und am Ende der Meditation hat einer, der Apostel, für dich einen Zettel, deine persönliche Botschaft von Jesus. Und den darfst du öffnen und reingucken. Es kann ein Gefühl sein, das du bekommst, ein Bild, ein Wort. Und einer der Teilnehmer sagt, er hat eine riesengroße Sonne gesehen. Und ich so, wow. Und die wussten nicht, dass ich die Frequenz der Sonne hinten dran gelegt habe und das Symbol. Ja, und sie hat es riesengroß gesehen. Ja. Schön. Und hat sich in der Mitte gesehen mit der Verbindung oben und unten. Es war echt irre. Ganz, ganz große Klasse. Das ist wunderbar, Peter. Und ich meine, wir werden beide da, also wir gehen jeder für sich weiter und gemeinsam auch. Wir haben ja in einer Woche noch eine Sendung, weißt du das? Kannst du dich noch erinnern? Das war das, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war mehr oder weniger dann hier weiterzugehen. Also uns fallen 10.000 Sachen ein.
Genau, wir gehen auf jeden Fall da weiter. Ich gehe auch da weiter. Und ich meine, was ist der Ausgangspunkt? Ja, die Psyche, da sind wir schon wieder bei dem Punkt, weil die Wunde ist der Ausgangspunkt, über den dann das Wunder geschehen kann. Weil erstmal ist die Wunde, erstmal ist der Schmerz, erstmal ist die Trennung, ne? Die Abtrennung von dem du jetzt redest. Ne? Wir sind ja, auch Psyche fühlt sich ja untertags einsam und alleine und abgeschnitten und getrennt. Aber sie kann sich ja erst getrennt fühlen, wenn sie weiß, da gibt es etwas anderes, wonach sie sich sehnt. Und ich denke, an dem Punkt sind wir alle. Wir ahnen alle, dass wir von etwas abgetrennt sind und sehnen uns nach etwas. Und da gibt es diese ganze, ganze große 97%, ne? Eros, das ist ich bin, das ist auch die Urkraft, ja, alles, was mit Ur zu tun hat, der Heilige Geist, die Ursache für die Wirkung, die wir in diesen 3% erleben, bewirkte Wirkung. Und wenn wir entdecken, dass wir eine Verbindung aufnehmen können, denn darum geht es ja in dieser Geschichte von Psyche und Eros, geht es darum, dass beide sich begegnen an der Grenze, sie begegnen sich, sie setzen sich auseinander, sie gehen beide durch Tiefen und Untiefen, durch existenzielle Nöte, aber es ist die Liebe groß genug, dass sie das schaffen, und das ist jetzt nicht die Liebe zwischen Mann und Frau oder wenn überhaupt dann in uns selber, es ist die Sehnsucht nach dem eigenen Ich Bin, nach dem, was wir eigentlich sind. Und indem wir uns danach sehnen, kann diese Anziehung stattfinden, ne? Die kann erfolgen, diese kymische Hochzeit sozusagen, ne? Die kann erfolgen. Und in dieser Einheit sind wir wieder im Schöpfungsprozess, ne? Das sind wir nicht ohnmächtig am Fliegenfänger wie in diesen 3%, wenn wir so abgetrennt sind in dieser materiellen Welt, ne? Ja, natürlich auch so. Ich meine, es ist ein Prozess, denke ich, und wir neigen dazu, dass wir immer sofort am Ziel ankommen wollen oder uns irgendwie voller Gram über das, was ist, beschweren. Aber es ist, denke ich mal, ein Prozess, der nur dadurch überhaupt stattfinden kann, dass wir einfach mal sagen, es ist, wie es ist, und das ist der Ausgangspunkt, und dadurch bereit sind, durchzugehen zu dem, was uns mit der anderen Seite verbindet, was hier die Verbindung wieder möglich macht. Und das als Stimmen, darüber hast du schon gesprochen, das als Stimmen zu eliminieren oder auszuschalten oder aus uns rauszuhalten, was uns daran hindert, nämlich diese Schwestern, dieses Eingeträufelte, was uns dann immer abhält, ne, dass wir nicht mehr vertrauen und dass wir nicht mehr unserer Intuition trauen und dem Weg nicht mehr weiterfolgen, ne? Weißt du, und das ist ja genau der Punkt, da hast du vollkommen recht, wir alle sind rund um die Uhr eigentlich mit dem Feld verbunden. Die Frage ist, hören wir drauf oder hören wir nicht drauf? Und meine Beobachtung ist aber, ich meine, ganz ehrlich, so ein Gespräch, wie wir das jetzt gerade führen, hätten wir das vor 10 Jahren gemacht oder vor 5, hätte uns kein Mensch zugehört. Oder wenige. Auserwählte. Wir kommen tatsächlich jetzt in Zeiten, und das ist das Schöne, in denen immer mehr Menschen sich dafür interessieren. Nicht nur einfach, weil sie sich weiterentwickelt haben, sondern weil sie den Ruf in sich spüren. Ich erlebe das bei ganz vielen Menschen. Ich habe es im letzten, glaube ich, Call oder vorletztes Mal dir auch erzählt, dass viele Menschen um mich herum, die von sich überhaupt nicht gehalten haben, dass sie sich als spirituell empfinden, auf einmal anfangen, Reaktionen zu bekommen auf hochspirituell geistige Themen, von der Gänsehaut über ein Pfeifen im Ohr oder von zu, das was noch vor wenigen Monaten oder einem Jahr bei ihnen selbst undenkbar war. Sie entwickeln es einfach, warum auch immer, woher auch immer. Und das hängt mit dem Feld der drei Sonnen, der Trinität zusammen, den Z-Bosonen, wie es Conforto nennt, oder vielen anderen, dass sie 97% jetzt mittlerweile so stark schwingen, dass wir gar nicht mehr drum herum kommen, sie anzunehmen, ja, gar nicht mehr drum herum kommen, dass sie durch uns fließen und dass derjenige, der sich sogar weigert, sie anzunehmen, ein Problemchen kriegen könnte. So weit wird es gehen. Und ich glaube, es wird noch exponentiell steigern. Ja, und deswegen alle Zuschauer, die jetzt dabei sind und alle die uns zuhören oder die das Video im Nachgang noch sehen werden, herzlichen Glückwunsch.
herzlichen Glückwunsch und Ihre erzählt zu den Auserwählten, mit Sicherheit, die diese Botschaften auch verstehen, sonst würdet ihr es nicht gucken, die diesen Bewusstseinsaufstieg bewusst mitmachen können und dabei sich wirklich vielleicht noch schneller weiterentwickeln als andere, nicht um besser zu sein als sie, sondern um vielleicht den anderen ein Vorbild zu sein, dass die es euch dann wieder gleich tun. Also es ist ja eine Kettenreaktion, die da was erzeugt wird. Ja? Ja, und es ist oft nur ein Ahnen, ne? Also viele hören das und merken, ah, da ist ein leises Ahnen, da ist was, ne? Da ist was dran. Ja. Was mir noch einfällt zu deiner Trinität, du hast über diese drei, ne, Aspekte gesprochen. Und der Tempel, ne? Der heilige Tempel entspricht dem. Du hast einen Vorhof. Der Vorhof ist dieser sichtbare Teil. Das ist sozusagen, wo man hineingeht. Und dann gibt es das Heiligtum. Und im Heiligtum gibt es noch das Allerheiligste, und dort findet die Begegnung mit Gott statt. Und das Allerheiligste ist dann mit, und das Herz ist auf beiden, auf allen Ebenen so gesehen, weil es ist physisch sichtbar, es ist aber eben auch das Innerste, das ist auch im Herzen, ne? Also das Herz umfasst alles. Und diese Dreier-Ding, ne, das haben wir wieder in Körper, Geist und Seele. Und was ich wichtig finde zu wissen, das Ich ist im Zentrum. Aber damit es überhaupt ein Zentrum geben kann, brauchen wir die Peripherie. Und das ist ein bisschen ähnlich wie mit Eros und Psyche. Es geht nicht darum, dass wir uns fragen, ist es Körper oder Geist oder Seele oder was hat von der Hierarchie. Ich meine, eins ist klar, der Geist ist in der Hierarchie am höchsten. Einfach von den Engelhierarchien, also von der geistigen Hierarchie her ist das so. Ne? Aber das Ich kann nur dann im Zentrum sein, wenn es eine Peripherie gibt, sonst kann es kein Zentrum geben. Das heißt also, das eine bedingt das andere. Es geht also, und das ist wirklich, finde ich, in der Geschichte von Amor und Psyche wunderbar, kann man das erleben. Sie sind ohne einander nicht vollständig. Und es kommt ja irgendwann einmal in der Mitte der Geschichte, man sollte ja meinen, ja, der Eros, der ist ja der Mächtige, weil er ist ja der Gott. Aber in der Mitte der Geschichte kommt es nämlich zur Drehung. Das finde ich so spannend. Ne? Auf einmal übernimmt sie, das Weibliche übernimmt dann die Führung. Sie wird unglaublich stark, weil sie durch das Erkennen, durch das Sehen, wird sie in Liebe erflammt. Und dann wird sie aktiv. Und er ist auf einmal derjenige, der unglaublich leidet und überhaupt, ne? Also da ist irgendeine Umdrehung. Auf einmal geht sie wie Inanna in der Unterwelt oder so, ne? Wir haben mehrere Geschichten. Es hat auch Ähnlichkeit mit Frau Holle oder so. Also es gibt auch einige Märchen, ne? Die Gebrüder Grimm haben das dann auch ziemlich aufgegriffen. Ja. Es ist nämlich das Weibliche, was hier ein bisschen ähnlich auch bei den Nibelungen, da ist sie ja anfangs auch so ein liebes, nettes Mädchen, so blond und Dinge, und dann wird sie ja irgendwie der Hölle Rache. Aber Nibelungen ist trotzdem eine männliche Geschichte, ne? Siegfried und so weiter, der Held. Und hier haben wir Psyche, sie ist es, die durch die Unterwelt durchgeht und die diese ganzen Prüfungen dann erlebt, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Gut, teilweise hilft er ihr aus der Anderwelt. Ne? Das ist auch immer so typisch. Ne? Dieses bei Inanna und Lumuzi haben wir diese Geschichte auch, gell? Bei genau. Babylonien, genau, und Sumerern. Das haben wir in vielen Kulturen ähnliche Geschichten. Ja. Und es geht im Prinzip um den gleichen wahren Kern, der das Ganze beinhaltet, nämlich auch hier wieder ganz klar, das Männliche hat seine Aufgabe und sein Gebiet und das Weibliche hat seine Aufgabe und sein Gebiet. Und das Weibliche, wie es in den gnostischen Texten ja als Sophia bezeichnet wird, die Weisheit, die sich abgespalten hat von Adam, genau das ist der Punkt, der findet sich auch hier wieder letztlich. Denn wenn es um die Erledigung der Aufgaben geht, über Weisheit und Wissen, dann ist das Weibliche gefragt wieder in dem Moment teilweise. Ja, und sie ergänzen sich einander. Ja. Genau, und was auch noch wichtig ist, die Furcht ist ja eine Frucht, das ist der falsche Begriff, ist ein im Negativen, also eine Ausgeburt, das trifft's, Entschuldigung. Die Furcht ist eine Ausgeburt aus dem Geist der Knechtschaft. Nur dadurch kann die Furcht entstehen. Also diese Todesfurcht meine ich jetzt, ne? Die Angst vorm Tod, Entschuldigung. Normale Furcht halte ich sogar für wichtig, weil Furcht ist ein Anagramm zu Frucht. Genau, sorry, ich meinte jetzt tatsächlich, Entschuldigung, die Todesfurcht. Genau, und ohne Furcht kannst du keinen Mut entwerfen. Also du brauchst ja schon so eine grundlegende kleine. Also Nennen wir es Todesangst. Nee, nennen wir es nicht Furcht. Furcht als nicht so negativ. Irgendwie genau. Fühlt sich nicht so an. Ich weiß nicht, warum. Du hast recht. Nennen wir es Todesangst. Übrigens, ich bin der Überzeugung, dass es Thanatos als Trieb im Menschen nicht gibt. Ich bin der Überzeugung, das ist für mich so, dass das Freud.
Das ist installiert. Genau, genau, du sagst es, genau. So, aber nein, okay, Entschuldigung, gut, dass du mich berichtigst. Es ist die Todesangst. Und die Todesangst entstammt dem Geist der Knechtschaft. Solange wir glauben, wir sind, also dann sind wir sterblich, ne? Dann, und dann hängen wir um. Genau. Und auf dem Höhepunkt der geistigen Entwicklung überwinden wir diese Todesangst. Und das ist ja, was mit ihr passiert. Und dadurch wird sie unsterblich, ne? Und dadurch kann sie mit dem Gott sich vereinen. Das heißt, er kann ja nicht so weit runtergehen. Ich denke, das ist auch noch wichtig, dass wir das wissen. Das göttliche Gott kann nicht so weit sich erniedrigen, das hast du ja vorher auch schon irgendwie erwähnt, ne? Sondern der Kontakt findet immer an der Grenze statt. Wir dehnen uns aus und an der Grenze können wir dann abgeholt werden. Und das ist ja, wo die beiden sich vereinen. In der Geschichte steht ja auch, das haben wir noch nicht erzählt, in der Geschichte steht ja auch, bevor das passiert ist, dass sie vereint werden konnten, war sie nach der Erledigung der Aufgaben, bei der letzten Aufgabe, hat sie einen Trunk bekommen und fiel in einen todesähnlichen Schlaf, so ähnlich wie bei Dornröschen. Und da hat Amor auch wieder eingegriffen dann letztlich. Ja, da hat er dann der eiserne Ritter, wie im Dornröschenschlaf, sie dann befreit. Da haben wir auch einen ähnlichen Kontext. Ja. Und der Todesschlaf steht ja auch für diese Grenzerfahrung, ja, die sie gemacht hat. Genau, ja, es ist ein Initiationsprozess, der hier beschrieben wird, und auch ein Individuationsprozess. Ja, also und so gesehen ist es etwas, was wo wir uns alle daran orientieren können. Aber ich fand es vor allem deswegen sehr, sehr spannend, weil wir meinen, dass wir in dem unreifen Stadium der Psyche, dass uns das erlöst. Und ich meine, da hängen wir am Fliegenfänger. Wenn wir 50 Jahre zum Psychoanalytiker gehen und alle unsere Traumata mit dem immer wieder, also mein Mann, mein Verstorbener hatte ja einen ganz pragmatischen Spruch. Der hat gesagt, auch wenn du in Scheiße 1000 Mal rührst, bleibt es immer noch Scheiße. Also wie soll das denn jemals zu Gold werden, wenn ich da zum Psychoanalytiker gehe? Ich fand, irgendwie hat er da recht. Hat ja gar nicht so Unrecht, weil wozu ist denn in der Regel, ich meine, es gibt wirklich tolle Psychoanalytiker oder Psychologen, müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber es geht darum, wie das Mainstream-Konzept funktioniert, und es geht darum, die Menschen wieder in ein System einzugliedern, in dem sie wieder der Sklave bleiben. Das ist die Aufgabe des klassischen Psychiaters oder der Psychologen. So, der Psychiater macht es eher mit Medikamenten, stillt sich still, der Psychologe mit Gesprächen. Aber auch da muss man ganz klar sagen, liegt es daran, weil wir bräuchten die eigentlich fast alle nicht, wir bräuchten sie nicht. Ich habe noch mal von einem Medium erfahren, ich meine, ich war mit meinem Sohn mal Seite an Seite bei den Templern geritten und schon ein paar Mal noch mehr und war immer sehr stolz auf ihn. Und mir hat noch ein Medium gesagt, ganz wichtig ist eine Heilerin, eine Schamanin, Hans-Peter, wenn dein Junge 12 ist, mach eine Initiation mit ihm, schlage ihn zum Ritter und gib ihm eine Aufgabe, dass er in der Gemeinschaft seinen Platz findet und als Erwachsener oder als Entscheidungsträger sich fühlt. Und das haben alle Kulturen früher gemacht. Die haben einen Initiationsritus gehabt, Mädels wie Jungs mit ungefähr 12 Jahren. Das ist auch interessanterweise das Jahr, in dem Horus sein Auge zurückerhalten hat, das Jahr, in dem Jesus im Tempel 3 Tage verschwunden war. Ja, das sind diese Initiationssynonyme dafür. Und wo es darum geht, seinen Platz in der Gemeinschaft zu finden. Und wenn wir den Platz in der Gemeinschaft nicht mehr finden, und das ist das Problem des Hauptkollektivs der Menschen heute in den westlichen Welten, wenn wir den Platz in der Gemeinschaft nicht finden, sind wir auch wurzellos. Wir leben in einem Betreuungskonzept BRD, Betreuungsrepublik Deutschland, ja, sage ich immer, und das ist in allen anderen westlichen Ländern auch so, dass dem Mensch die Verantwortung für alles abgenommen wird, vom Sozialversicherungssystem bis zum, nach dem Motto Vater Kirche und Mutter Staat. Und was früher die Kirche war, ist heute die Universität. Das ist das Problem, was wir haben. Die Menschen kriegen keine Eigenverantwortung mehr aberzogen und sie kommen über den Punkt, dass Psyche erwachsen wird, nicht mehr richtig hinaus. Ja, genau. Ist gar nicht mehr. Genau, über das haben wir eh schon mal gesprochen, weil ich ja gesagt habe, ich bin mit 15 nach Paris in den Dschungel der Großstadt. Das war für mich meine Initiation. Okay. Aber weißt du, was ich auch noch ganz spannend finde? Wir haben hier nämlich eine der wenigen, also Inanna in der Unterwelt ist ein anderes Beispiel, aber es gibt nicht viele weibliche Initiationswege. Und der Unterschied ist, wenn wir den Helden haben, der kämpft gleich mit dem Drachen, der handelt sofort. Und hier ist das nicht. Wir haben hier eine Situation, die ist eher passiv-aktiv und nicht, also es ist eher empfangen und daraus entsteht eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist dann die Handlung. Und das finde ich so spannend, weil ich bin ja auch der Meinung, wir können auf unserem Sofa sitzen und können tatsächlich erleuchtet werden. Weil erstmal
es zu uns kommen zu lassen. Und dann erst kommt durch die Eingebung kommt ein Impuls. Und aus dem Impuls kommt die Entscheidung. Und ganz am Ende steht die Handlung. Und das ist das, was ich auch in meinen Blicken immer sage. So rum wird ein Schuh raus. Und nicht, dass wir vor lauter Übersprungshandlung irgendwie sofort in eine blinde Aktivität verfallen. Und das ist hier ein Beispiel, wie du schon richtig gesagt hast, ne? Sie hat den Mut, sich die Dinge anzuschauen. Und teilweise heißt das auch nichts tun. Also auch dieser Moment, wo sie in ihrem Schlaf ist, ist wichtig, wie du schon richtig geschildert hast. Manchmal gibt es dem Herrgott uns im Schlaf. Ne? Auch das ist ein wichtiger Aspekt und das darf man nicht unterschätzen. Also von daher finde ich das sehr, sehr spannend, dass das ein weiblicher Initiationsweg ist, den wir hier, also sehr stark von ihr doch geprägt. Ja, absolut. Und das ist ja das Problem in der heutigen Zeit auch wieder, dass wir hatten ja mal ganz kurz das Thema, Emo, du sagtest, ja, es gibt ja so diese Kritiker von dir, von mir, von vielen anderen Wahrheitsfindern und von vielen, die in der informativen, alternativen Szene unterwegs sind, die Wegbegleiter sind und diese schweren Kritiker. Und ich sage immer nur einen einzigen Satz. Der Glaube ist das Wichtigste, auch an das, was du tust und der Glaube an diese Dinge, denn der nicht glaubt, dem kann sich der Glaube niemals erschließen. Er kann es nicht verstehen. Er wird es niemals verstehen, solange er sich nicht geistig öffnet. Es wird niemals funktionieren. Und deswegen ist es auch berechtigt, dass sie Kritiker sind. Und es ist berechtigt, dass sie in dieser Blase leben. Und sie können nicht anders, weil sie können ihren Geist nicht öffnen. Müssen wir auch respektieren. Das gehört einfach dazu. Das ist dann einfach so. Und deswegen ist es so wichtig, ja, ganz profan, ganz blöd ausgedrückt, kümmere dich um deine eigene Scheiße. Leute, kehrt alle vor eurer eigenen Haustür. Das gilt für mich genauso wie für Katharina, für jeden anderen. Geht aktiv in euren eigenen Prozess rein. Genau das ist das, nämlich sich selbst zu seiner eigenen Mitte finden, seiner eigenen Intuition zu folgen. Wir haben alle Antworten in uns. Und dann hören wir auch unbewusst, sogar teilweise bewusst, in beiden Bereichen hören wir auf, diesen Stimmen zu folgen, die, wie du sagst, teilweise Neider, teilweise nicht Neider oder einfach anderer Ansicht oder gönnen uns etwas nicht. Wir werden diesen Stimmen nicht mehr folgen, weil wir selbstsicherer werden. Wir werden stark in uns selbst. Wir werden wie eine eigene innere Festung, die wir aufbauen. Ja? Und ja. Dann stehen wir auch zu uns selbst. Wir lernen wieder zu uns selbst und dann aber anschließend auch zu anderen zu stehen. Wir lernen wieder vor Menschen zu stehen. Wir lernen wieder hinter Menschen zu stehen. Alle für einen, alle für und einer für alle. Wo wird das heute noch gelebt? Und wir gehen jetzt in diese Zeit, in der das gelebt werden darf. Und das ist das Schöne. Und da freue ich mich so unfassbar, sag ich dir. Ja, da freue ich mich schon auf die Sendung nächste Woche, weil dann machen wir das gleich weiter, weil wir sind ja jetzt, ich finde das wunderbar, dass du so entflammt bist für dieses Buch. Weil da können wir viel, ne, weiter, weil das hilft auch. Weil vielleicht mancher mag das Buch gelesen haben, aber vielleicht nicht so in der Tiefe erkannt haben. Bist du noch da, Peter? Hans-Peter, ja. Bist du noch da? Achso, ich dachte schon, du wärst weg. Also manch einer hat es vielleicht gelesen, aber er konnte nicht so viel anfangen oder kann es nicht so entschlüsseln. Aber genau. Weil du vorher von Glauben gesprochen hast, ne? Und ich bin ja überzeugt, du kommst vom Glauben immer mehr in das Wissen. Und da habe ich heute eine Einladung bekommen zu einem Kongress, wo du auch dabei bist, ein Online-Kongress. Und dann kommt Ja, egal. Weiß ich gar nichts von. Ich bin beim Kongress momentan dabei, bin wieder. Okay, im Juli oder so. Ja, ich freue mich schon. Ja, im Juli, ja, genau, ja. Genau, und ich fand es nur interessant, weil ich habe sofort den Titel gehabt und sofort habe ich irgendwie gewusst, worüber ich sprechen will. Und der Titel war Der Pfad des Nichtwissens führt zur Gewissheit. Und das ist mir so wichtig. Nichtwissen ist ganz wichtig als Ausgangspunkt. Ich soll nochmal das Buch herzeigen, hat es gezeigt. Das hat es geheißen, das gibt es auch als PDF übrigens. Ne? Ja, genau. Ich muss dich unterbrechen, liebe Katharina. Du hast gerade, wiederhol den Satz mit dem Nichtwissen. Also, der Pfad des Nichtwissens führt zur Gewissheit. Okay, jetzt sage ich noch einen Satz und dann werdet ihr merken, das passt nicht zusammen. Der Weg des Nichtswissens. Kennt ihr den Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß? Wisst ihr, dass er gar nicht so heißt, dass er noch niemals so gesagt wurde? Soll Sokrates gesagt haben, oder? Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und da ich weiß, dass ich nicht weiß, weiß ich mehr als die, die nicht wissen, dass sie nicht wissen. Ja, genau. Es geht ums Nichtwissen, nicht um das Nichtswissen. Okay?
Ganz klar. Ja, habe ich ja auch gesagt. Ich habe ja gesagt, der Pfad des Nichtwissens führt zur Gewissheit. Ja, aber das verstehen viele nicht. Man setzt es gleich mit nichts. Was Aber ich nichts meine ist, ist gleich dass wir nichts. anerkennen oder einfach mal akzeptieren, dass wir nicht alles gleich in dem Moment wissen können. Vielleicht ist es nicht der rechte Moment, vielleicht haben wir noch nicht alle Informationen. Das Wunder konnte noch nicht passieren. Vielleicht müssen wir erstmal die Wunde spüren oder wie auch immer, oder die ausgeeitert werden, die Wunde oder was auch immer. Die Bedingungen sind noch nicht so, dass wir es schon wissen können. Aber wir kommen in die Gewissheit. Und da denke ich wieder an Leibniz, weil Leibniz hat ja gesagt, mach du das Deine, dann macht Gott das Seine. Und das komme ich jetzt nochmal auf unsere Geschichte zurück. Wir sind nämlich schon bei 1,5 Stunden, weil am Ende ist es ja Jupiter, also der Adler des Zeus, der zu Hilfe kommt. Der Adler des Zeus. Der Adler ist, wie wir wissen, das, was aufsteigt, ein Phönix aus der Asche. Ne? Beim Transformationsprozess ist es der Adler, der in die Höhen aufsteigt und von daher ja von oben dann das Ganze überblickt. Ja, lieber Hans-Peter, jetzt warten wir auf deinen Schlusssatz und wir sollen die Sendung ankündigen nächste Woche. Und ich schaue jetzt mal, während du jetzt hier gescheit sprichst, noch zum Abschluss. Ich hab's, unsere Sendung. Soll ich zuerst die Sendung ankündigen oder willst du zuerst dein Schlusswort sprechen? Ach komm, dann kündige doch die Sendung kurz an. Ich überlege mir Okay, was in also der Hans-Peter, damit du Zeit. auch weißt, am 23. Mai, also in einer Woche genau, um 20 Uhr, haben wir das unendliche Universum in uns. Und ich lese kurz vor, was das Thema sein wird. In jedem Menschen, in jedem Individuum betrachtet sich eine Welt, ein Universum. Zitat von Giordano Bruno. Wir leben in einer begrenzten elektromagnetischen Scheinwelt, einer Matrix, die linear ausgerichtet uns Kontrolle, messbare Intelligenz, Grenzen, Mangel an Energie und Ressourcen vorgaukelt und uns mit hohlen Phrasen abspeist. Demgegenüber steht ein unendliches Universum in uns und um uns, welches sich aus einer unsichtbaren, dunklen Energie speist und unerschöpflich selbstregenerierend ist. Dort erleben wir den ewig dahinfließenden Augenblick in einem Paradies, das uns liebevoll in sich aufnimmt und nährt. Den Weg von dem einen zum anderen Paradigma zu finden, liegt in unserem Bewusstsein verborgen. So, jetzt hast du ja genau gesehen, dass das ist ja genau, worüber du die ganze Zeit schon sprechen willst. Darüber sprechen wir nächste Woche, weißt du das? Ja, dann haben wir noch einen zweiten Teil, ist doch gut. Ja, genau. Ja, sehr viel. Wir können noch ein bisschen intensiver reingehen in das Ja. Thema auch Elektromagnetfeld, Bewusstseinserhöhung, Genau. ne? Auch was sie anspricht. Okay, abschließendes Wort, ihr Lieben. Ich drück's mal so aus. Dreht mal das Wort Amor, die römische Version von Eros rum. Die römische Version, lest mal rückwärts. Roma. Sie sollte eigentlich die Stadt werden, aus der der Eros hervorgeht, aus der der Amor entsteht. Man hat es zu einem teuflischen Imperium gemacht, aber die Idee war da. Und so langsam darf sie sich durchsetzen, denn der Eros ist genau die Kraft, die alles, und das ist entscheidend, kampflos antreibt. Und auf die Zeit und auf die Welt freuen wir uns jetzt schon. Ihr Lieben, seid gesegnet. Ich bedanke mich von Herzen für euer Zuschauen, Zuhören. Vielen, vielen Dank, Katharina. Vielen Dank ans Team von OKiTalk. Ihr seid eine geile Nummer. Hat echt Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, genau. Also dann, bis nächste Woche. Ja, Tschüss. freue mich. Ja, tschüss. 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 Ich gehe jetzt raus. Radio Okitoki. Radio Okitoki. Von Mensch zu Mensch.